Hi, wir erklären euch heute den Ablauf des ersten Schritts der Proteinbiosynthese, die Transkription. Aber zuallererst, was ist die Proteinbiosynthese überhaupt? Die Proteinbiosynthese ist ein Prozess innerhalb einer Zelle, der die Herstellung von Proteinen als Folge hat. Proteine sind wichtig, da sie unterschiedliche Aufgaben in unserem Körper erfüllen, wie zum Beispiel die Bildung von Hautzellen, Haaren und Nägeln. Die Proteinbiosynthese lässt sich in zwei grundlegende Abläufe einteilen, die Transkription und die Translation. Bei der Transkription, welche wir in diesem Video behandeln, wird eine Kopie der DNA gebildet, die als Vorlage für die Bildung der Proteine im zweiten Schritt der Translation dient. Dort werden zunächst Aminosäuren, die Grundbausteine der Proteine, kodiert. Diese verknüpfen sich schließlich zu einer Kette, welche das fertige Protein darstellt. Wie bereits erwähnt, beschäftigen wir uns mit der Transkription. Diese kann ähnlich wie die Proteinbiosynthese selbst in mehrere Schritte unterteilt werden, auf die wir nun näher eingehen werden. Im ersten Schritt der Initiation muss die DNA entwirrt werden. Das geschieht durch das Protein, die RNA-Polymerase, welche die Wasserstoffbrückenbindung zwischen den Basenpaaren auflöst. Dabei trennt sie die Einzelstränge an dem Genabschnitt auf, der kopiert werden soll. In der Elongation liest die RNA-Polymerase die Basenpaare in 3' zu 5' Richtung des Kodogenstrangs ab, auch Antisens- oder Matrizenstrang genannt. Dabei bindet sie sich an einen Teil des Genabschnitts, der den Start der Synthese markiert. Dieser heißt Promotor. Während die RNA-Polymerase den Einzelstrang scannt, lagert sie komplementäre Basenpaare an dem Strang ab, der synthetisiert wird. Diese befinden sich frei im Zellplasma. Die Kopie des Genabschnitts entspricht der 5' zu 3' Richtung des kodogenen Strangs, auch Sense-Strang genannt. Da die Kopie nur einen Einzelstrang besitzt, ist sie keine DNA mehr, sondern wird mRNA für Messenger-RNA genannt. Anders als bei der DNA bindet sich Thymin bei der RNA nicht an Adenin, sondern an die Base Uracil. Damit ist der Prozess der Transkription abgeschlossen und die mRNA wird zu den Ribosomen der Zelle gebracht, wo der zweite Schritt der Proteinherstellung, die Translation, beginnt. In diesem Video sollte klar geworden sein, was die Proteinbiosynthese und ihre zugehörigen Schritte sind, sowie der erste Schritt der Transkription im genauen Ablauf. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und dass ihr etwas daraus mitnehmen konntet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!